Moin Jungs, bin hier auf Settlers Krieg, da ist schon der erste Bär. Da wollen wir doch mal hochstürmen zum Tower. Den habe ich nämlich jetzt gar nicht abgebaut, ich hatte noch einen in Ersatz. Ich habe auch jetzt was guckst du Sehhilfe aktiviert bei Fraps. Mal schauen, wie das Video diesmal wird. Ich muss schon mal gleich die Fackel rausholen hier. Guck, wo der Bär ist, wenn er noch da ist. So. Kommt er noch mal? Jetzt die Frage, wo er rumschwirrt. Da ist er. Machen jetzt einfach mal einen Quick Shot, so wie der über dem Fass auftaucht, fackel ich ihn ab. Guck wie schi. So, gleich weg. Dann müssten wir ihn getroffen haben. Gehen wir mal runter. Kann natürlich auch ein Körpertreffer gewesen sein oder knapp drüber, weil ich habe jetzt ganz vergessen, wenn der Bär bei Settlers Creek ja im Bereich 260 Meter steht, muss man nicht drüber halten, also auf die Rückgratkante. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Und außerdem ist das ja nur ein Testvideo. So, ich gehe immer hier, ich habe keinen Bock da irgendwelche Medikits zu verschwenden, ist ja vollkommen unnötig, wisst ihr ja, brauche ich in euch nicht zu erzählen. Und ich werde euch jetzt nicht anfangen, hier perfektes Hochdeutsch zu reden, als gebürtiger Hesse. So. Vielleicht sind wir da beim. Aber ich glaube, den habe ich nur angekratzt, weil ich stand im Gebüschen genau auf dem Rückgrat. Das ist überhaupt nicht nötig bei Settlers Krieg. Da kann man einfach. Aber das wisst ihr ja alles, brauche ich ja nicht zu erläutern. Mal gucken, ob überhaupt eine Blutspur da ist. Das war hier hinten. Gucke. Hier ist keine, hier ist eine, aber siehst du Scheiße, ja. Körpertreffer, genau das habe ich mir gedacht. Mit der 45 hier gibt das eine endlose Nachsuche. Das war die falsche Spur. Also hier ist er gezogen. Es muss noch eine Blutspur irgendwo zu finden sein. Ansonsten können wir das Ganze ohnehin knicken, dann stirbt er nämlich nicht. Letzter Versuch, diese Richtung. Ja, aber doch, ich habe ihn nur angekratzt, ist ja auch nur ein Testvideo, ich lade das jetzt mal hoch.